Wie ist das für dich so? Weil ich meine, als so Social-Media-Sensation, ja, dann auch in diesem Bereich noch so tätig zu sein und Pornografie zu machen im Endeffekt, ja? Hat es dich Überwindung gekostet? Ich weiß nicht. Ich habe immer schon wieder gerne beim Sex gefilmt. Und ich fand das dann auch immer spannend, das mit meinem Partner nachher anzuschauen. Und ich habe immer wieder gerne Pornos geschaut. Und das eher so als einen, genauso wie man gerne mal Serien guckt. Also ich habe da jetzt kein Suchtpotenzial. Ich habe ein viel größeres Suchtpotenzial bei irgendwie Social Media oder sowas. Aber ich sehe mich halt genauso wenig als Pornostar, wie ich mich als Influencerin sehe. Ich mache halt, was notwendig ist, um meine Ziele zu erreichen. Also es ist Mittel zum Zweck. Es ist auch ein Mittel zum Zweck, aber ich will nicht sagen, dass es mir nicht auch... teilweise ist jede Arbeit Arbeit, so wie du für dich ja wahrscheinlich auch. So, auch wenn Teile daran Spaß machen, das ist jetzt nicht die schlimmste Arbeit der Welt, auf keinen Fall. Aber teilweise ist es halt einfach, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt anstrengend, ich will jetzt nicht auf das Fotoshooting, ich fühle mich heute nicht wohl, ich will mich nicht nackt zeigen.